Steven C. Hayes sagt, Akzeptanz heißt nicht aufgeben. Wollen sehen, ob er recht hat. Aber wie genau funktioniert eigentlich Akzeptanz bei Angst, Panik, Zwang und Depression? Das erfährst du hier. Und darüber hinaus, wie es mir damit ergangen ist. Egal wie alt du bist, egal in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest, jeder von uns trägt so einen Rucksack mit uns herum. Also so eine große Last. Und je älter wir werden, dementsprechend kann es auch sein, dass dieser Rucksack immer voller und voller wird. Ja, du hast richtig gehört. Alles, was wir erlebt haben, alle Enttäuschungen, alle Streitereien, alles, was uns widerfahren ist, ist in diesem Rucksack hier drinnen. Dieser Rucksack stellt praktisch den Inhalt deiner ganzen Enttäuschungen und seelischen Schmerzen dar. Stell dir einmal vor, dieser Rucksack wird immer voller und voller und voller. Du akzeptierst ihn nicht. Du akzeptierst es nicht, dass all das, was in diesem Rucksack innen drinnen passiert ist, dir widerfahren ist. Also praktisch tust du es in dir nicht integrieren. Was passiert jetzt? Wir haben ihn hier hinten in den Rücken. Wir tragen ihn hier mit uns herum. Und irgendwann mal wird er logischerweise immer voller und voller und voller. Irgendwann mal ist er so voll und so schwer, dass wir nach vorne kippen und das Leben läuft weiter und wir bleiben stehen. Wir geben auf, weil er so schwer ist, dass selbst wenn wir wollen würden, unsere Ressourcen nicht dazu ausreichen würden, das Leben weiter zu erleben und mitzumachen. Das ist Aufgeben. Man resigniert. Man kann nicht mehr. Das ist Aufgeben. Der größte Wunsch, der allergrößte Wunsch, bei den allermeisten unbewusst, ist es loszulassen. Sie wollen loslassen. Sie wollen diesen Rucksack, den sie jeden Tag mit sich herumtragen, loslassen, damit sie am Leben wieder teilnehmen können. Sie wollen das und wünschen sich das von ganzem Herzen, damit nicht dieser Status quo irgendwann mal kommt, das Aufgeben, des Resignierens. Weil sie genau wissen, wenn er immer schwerer wird, reichen ja meine Ressourcen nicht mehr dafür aus, um am Leben mitzumachen. Also wollen sie diesen Rucksack loslassen. Aber sie machen vorher eines. Sie halten den Rucksack von sich weit weg. Sie schnallen sich ihn nicht um, so wie ich. Und wenn sie das nicht tun, wenn sie das nicht machen, dann akzeptieren sie den Rucksack nicht hier. Sie akzeptieren ihn nicht. Jetzt meine Frage an dich. Wie willst du den Rucksack hinten loslassen, auf den Boden schmeißen, bevor er zu schwer ist, wenn du ihn nicht vorher erst akzeptiert hast, dass er immer voller wird? Das ist das, was ich meine. Akzeptanz bedeutet, dass wir erst gar nicht so lange warten, bis es zum Status quo kommt. Bis wir psychisch krank werden, bis wir eine Depression bekommen, bis wir Angststörungen bekommen, Zwangsgedanken. Sondern es heißt am allerbesten, dass wir schon vorher an einem Punkt sind, dass wir diesen ganzen Dinge, diesen ganzen Mist, diesen ganzen Ärger, diese ganzen Enttäuschungen, diesen ganzen Streit, diesen ganzen Traumaten, die wir erlebt haben, akzeptieren, dass sie uns widerfahren sind, mit all diesen Gefühlen, mit all diesen Emotionen und mit all diesen Gedanken. Und dann haben wir den Rucksack in uns akzeptiert. Und weil wir ihn akzeptiert haben, dass es so ist, dann fühlt sich der Rucksack in uns integriert. Das heißt, wir können ihn dann auch wieder loslassen und können dann sagen, jetzt lass ich dich los. Jetzt lasse ich den los, den Rucksack, der mir so viel Schmerz bereitet hat. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich ihn einfach loslassen kann. Steven C. Hayes, der amerikanische Top-Psychologe und Gründer der ACT-Therapie, litt jahrelang unter Panikattacken und er hat es tatsächlich auf herkömmliche Art und Weise nicht geschafft, obwohl er so viel Wissen hatte, sich von seinen eigenen Panikattacken zu befreien. Er hat viele Jahre lang geforscht und hat
wollte unbedingt wissen, warum das Ganze so ist. Warum schaffen es viele andere aber auch nicht? Was liegt daran und was ist eigentlich der Unterschied daran? Als er dann irgendwann mal auf den Punkt gekommen ist, Mensch, das muss daran liegen, dass ich die Panikattacken nicht akzeptiere. Das bedeutet, seiner These nach, solange ich nicht etwas akzeptiere, die Panik, das Gefühl an sich, die Angst an sich, nicht akzeptiere, dann kann ich sie auch nicht loslassen. Und die allermeisten Menschen leben mit dem Gedankengut, ich will das und jenes nicht mehr haben. Das heißt, sie sagen, ich will keine Panik mehr haben. Ich will keine Angst mehr haben. Ich will diesen Zwangsgedanken nicht mehr haben. Ich will dieses Gefühl der Leere nicht haben. Das heißt, sie wollen das alles schnell weghaben. Also umgangssprachlich, sie wollen es loslassen. Wir haben aber doch gerade herausgefunden an diesem Beispiel, solange ich etwas nicht akzeptiere, kann ich es nicht loslassen. Und das ist der Schlüssel und was mich dann auch manchmal ein bisschen sauer aufstoßt. Denn alle Menschen sprechen immer so, ich will loslassen, ich will loslassen. Aber das Loslassen ist gar nicht schwierig und für das Loslassen gibt es auch überhaupt gar keine Technik. Denn Loslassen geht faktisch und praktisch eigentlich schon von ganz von alleine. Wenn ich erstmal etwas akzeptiert habe, ist das Loslassen gar nicht mehr weit. Ich kann dann die Angst, die Panik und den Zwang einfach loslassen. So, und ich sage dir jetzt, warum Akzeptanz bei dir nicht funktioniert. Und das weiß ich und davon bin ich überzeugt. Und jetzt hör mir ganz genau zu, weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Du willst akzeptieren, aber du willst nicht aus innen heraus akzeptieren. Du sagst dir, ich akzeptiere jetzt die Angst. Ich akzeptiere jetzt den Gedanken. Aber eigentlich, und jetzt erfass dich mal ans Herz, akzeptierst du es nicht. Du sagst dir nur, ich akzeptiere es jetzt, damit es schnell wieder weggeht. Und das ist wieder Widerstand. Und deswegen akzeptierst du immer noch nicht. Und deswegen bist du immer noch im Widerstand. Und deswegen wirst du immer noch und immer noch Panikattacken bekommen, Depressionen, Zwangsgedanken, aufdringliche Gedanken, negative Gedanken und kannst letztendlich nicht loslassen, weil du eigentlich immer noch nicht akzeptierst. So, sei mir bitte nicht böse, aber das ist keine Akzeptanz. Das ist eine Pseudo-Akzeptanz. Das ist keine Akzeptanz. Das hat mit Akzeptanz gar nichts zu tun, überhaupt nicht. Im Endeffekt ist es ja das genaue Gegenteil. Es ist Widerstand. Es ist Widerstand gegen das, was gerade in dir innen drinnen ist. Denn du benutzt diese Pseudo-Akzeptanz, um praktisch sofort schon in den Schritt 2 zu gehen, um dann zu sagen, jetzt kann ich endlich loslassen. Aber der Schritt 2, das haben wir gerade erfahren, der ist praktisch des Loslassens, ist schon bedeutungslos. Denn wenn ich hier wirklich akzeptiere und jetzt hergehe und sage, zu mir, ich akzeptiere diese Panik, dieses Gefühl, diesen Schmerz, aber nicht um loszulassen, sondern ich will ihn sogar, ich will ihn fühlen, ich möchte es, ich will es, so wie du sagst, ich will jetzt diese Pizza, ich will jetzt dieses Essen haben. Oder ich möchte diese schöne Frau heiraten oder diesen schönen Mann oder was du willst. Das ist Akzeptanz. Ich will dieses Gefühl jetzt haben. Ich möchte es fühlen. Ich will diesen Gedanken haben. Ich kann ihn haben. Ich darf ihn haben. Er darf sogar wiederkommen, wenn er möchte. Das ist Akzeptanz. Und wenn du das in dir integrierst und wenn du das fühlst und wenn du diese Einstellung hast, dann kann das Gefühl, die inneren Ereignisse, die dir entstanden sind, der Rucksack, ja, okay, wir erinnern uns an den Rucksack, der da in dir innen drinnen war, der kann jetzt endlich losgelassen werden. Das Gegenteil von Zwang, Angst, Panik oder Depression wird immer Folgendes sein. Freiheit. Freiheit. Und Freiheit kann jeder erlangen. Die kannst du erlangen, die kann ich erlangen. Und ich möchte dir heute etwas schenken und dir jetzt geben, was mir immer geholfen hat. Was mir immer auch heute noch hilft, wenn
ich einen Schmerz habe, wenn es mir mal nicht gut geht. Und der ist einfach und simpel zu erlernen. Und jetzt hör mir genau zu. Freiheit bedeutet, dass du dir sagst, wenn du diesen oder jenen Schmerz spürst, diesen oder jenen Gedanken hast, auch wenn es sich jetzt albern anhört, tu es einfach und mach es in diesem Moment. Von mir aus jetzt, wenn es dir nicht gut geht. Entscheide dich, wenn du dieses Gefühl hast oder diesen Gedanken, zwischen, soll ich jetzt annehmen und akzeptieren oder soll ich Kampf aufbauen und mich dagegen wehren? Alleine dieser Satz, wenn du dieses oder jenes Gefühl spürst, diese Barriere an sich, diese Entscheidung ist ja deine Freiheit. Das ist ja das Tolle daran. Das ist uns nur nicht bewusst. Verstehst du mich gerade? Nochmal. Es ist deine Entscheidung. Du bist Bewusstsein. Es bleibt dir überlassen, wenn du diese oder jene inneren Ereignisse in diesen oder jeden Moment fühlst, dass du jetzt dir die Frage stellst aus deiner Intuition heraus, soll ich annehmen oder akzeptieren oder soll ich kämpfen und es nicht annehmen wollen? Diese Entscheidung bleibt dir und die Entscheidung ist Freiheit. Solange du das Mindset hast, dass äußerliche Dinge, die im Außen passieren oder entstehen, der Grund für deine inneren Ereignisse sind, solange bist du im Widerstand. Mache dir bewusst, dass alles, was im Außen passiert, jede Beleidigung, jedes Trauma, alles, was dich verletzt, alles, was in dir Risse entstehen lässt, in deiner Seele, sind häufig die Auslöser, aber niemals unter gar keinen Umständen das Problem. Das Problem ist immer das, was du mit deinen daraus resultierenden inneren Ereignissen wie Gefühlen und Gedanken machst. Du bist derjenige, der die Entscheidung und die Freiheit hat, darüber zu entscheiden, zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort, egal wann, ob du es akzeptieren möchtest oder ob du dich dagegen wehren möchtest. Eine Klientin von mir hat sich vor circa 4 Monaten die Serie Jeffrey Dahmer angesehen, die auf Netflix gelaufen ist. In dieser Serie sehen wir einen brutalen Massenmörder, der teilweise seine Opfer verspeist hat. Sie hat sich diese Serie angesehen und in ihr schoss der Gedanke, der intrusive Gedanke nach oben, was wäre, wenn ich das auch wollen würde? Das bedeutet, was würde passieren, wenn ich das wollen würde, dass mich eine andere Person aufessen würde? Dieser Gedanke hat sie so verstört und hat ihr so große Angst gemacht, dass es sich danach in ein starkes Grübeln hineinbegeben hat. Es entstand eine grausame Panikattacke. Die Panikattacke hat sie nicht über sich ergehen lassen und vor allen Dingen nicht akzeptiert. Denn die Angst war auf der anderen Seite so groß, dass sie das auch wollen würde, dass sie es uneingeschränkt sich selber ablehnt, in sich dieses Gefühl zu akzeptieren. Sie will das nicht und sie kann es nicht. Sie hält das aufrecht. Sie hält die Zweifel, die Angst aufrecht, indem sie die ganze Zeit alles, wirklich alles dafür tun würde, um nicht zu erfahren, ob sie das wollen würde oder nicht. Sie ist jetzt eine gewisse Zeit bei mir und nach der Zeit habe ich ihr angeboten, sie solle es doch herausfinden. Sie sagte, wie soll ich das herausfinden? Sage ich, naja, du musst dich davon überzeugen. Ich weiß, dass du das nicht möchtest. Du weißt es scheinbar nicht. Sie sagte, ich war in unzähligen Kliniken, ich habe mit unzähligen Menschen gesprochen und es kann mir niemand helfen. Sie sagen immer so, sie sind sich nicht ganz sicher. Es gab auch schon andere Menschen, die sagten, ja, vielleicht ist es so und es verunsicherte sie noch mehr. Ich sagte zu ihr, nein, das ist nicht so. Du möchtest solche Dinge nicht. Ja, sagt sie, wie soll ich das herausfinden?
Also bat ich ihr an, sie soll sich doch bitte einmal selber befriedigen und das Gefühl, was daraus dann resultierend entsteht, einfach akzeptieren. Sie sagt zu mir, na super, wenn ich das mache und ich möchte es dann wirklich und dieses Gefühl entsteht, ja, was ist dann? Dann sagte ich zu ihr, ich weiß nicht, was dann ist, aber du musst es herausfinden. Nein, das kann ich nicht tun. Was sie dann getan hat, war teilweise richtig, aber nicht ganz. Wenn wir wieder zum Thema der Akzeptanz kommen. Sie hat es tatsächlich getan und hat mir davon berichtet. Anschließend sagte sie mir, dass sie es nur bis zu einem gewissen Punkt gemacht hat, weil sie den Eindruck hatte, tatsächlich entsteht da etwas. Dann sagte ich zu ihr, dann mach doch einfach weiter. Nein, das kann sie nicht. Es ist unvorstellbare Angst, die da ist. Sag ich, vor was fürchtest du dich eigentlich? Fürchtest du dich vor der Tatsache an sich, dass du das sein könntest, oder hast du eigentlich große Angst davor, die Angst zu akzeptieren? Sie geht in sich und sagt, ja, eigentlich beides. Eigentlich beides. Im Grunde genommen, wenn du aber ehrlich zu dir bist, möchtest du das Gefühl der Angst und Unsicherheit in dir nicht integrieren. Du willst es nicht akzeptieren. Du kannst deine eigenen Gefühle und Gedanken nicht akzeptieren. Das heißt noch lange nicht, weil du diesen oder jenen Gedanken hast, dass du das bist. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der Schlüssel liegt darin, innere Ereignisse, innere Gedanken und Gefühle zu akzeptieren. Ja, sie sogar zu wollen, wenn man so möchte. Ohne, dass man dagegen Widerstand leistet. Was sehen wir an diesem Beispiel? Was hat die Klientin gemacht? Sie hat sich in ihrer eigenen inneren Freiheit zwischen soll ich akzeptieren oder dagegen ankämpfen, am Ende für das dagegen ankämpfen entschieden. Und der Barriere in der Mitte ist alles, nur nicht Freiheit. Ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass du das verinnerlicht und verstanden hast und in den Alltag einintegrierst. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie mein Aufenthalt bei mir selber in der Psychiatrie war, verlinke ich dir das einmal hier auf der Endcard. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.